Oh, yeah. Ist ihr gelangweilt davon, dass Yoshi immer nur Nintendo auftaucht? Dann hoffentlich seid ihr bereit für Oddworld New and Tasty Episode 7 mit unserem Freund Yoshi und natürlich Abe und dem wohl krassesten Baumhaus seit dem Baumhaus-Level in Yoshi's Story. Hier haben wir erstmal ein paar Minen und einen Wächter und natürlich haben wir keine Steine, das ist schon mal irgendwie alles schlecht. Hier haben wir einen Brunnen, vielleicht können wir mit dem was anfangen. Yep. Oh, super. Kanonenfutter. Komm her, du Pommesgesicht. So, jetzt müssen wir erstmal den da loswerden. Erledigt. So, und jetzt können wir mit dem in die Minen rennen und damit den Schalter räumen. Boom. Genau, lach hinaus. Hep. Und hier runter. Wie ein Spaziergang. Kein Problem. So, jetzt ziehen wir den Flaschenzug hier runter. Und damit können wir bestimmt auch Edom mit nach oben schleppen. So, hallo Edom. Und da geht es wieder hinauf. Zack. So. Irgendwas sagt mir, dass es wieder Yoshi-Reitezeit ist. Aufsitzen. Und los geht's! Und da rast es einfach nur so an einem vorbei. Und wow, was war das? Wir sind da irgendwie an der Kante hängen geblieben oder so. Und dann konnte Yoshi nicht mehr springen, weil er einfach viel zu schnell war. Und dann sind wir einfach mal da drüber geschlittert. Okay, dann eben nochmal von vorne. Los geht's, Yoshi. Boing, 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 boing. So. Boing. Und damit haben wir das geschafft. Gemeinsam überstanden sich Slicks und Eingeborene und entkamen den Bienen wie zwei Eingeschworene. Na, wer hat hier die Probleme mit Bienen? So. Das da vorne sieht nach einem ziemlich großen Abgrund aus. Also, weiter geht's, Edom. Boing. Heps, bump, hoppa, hep, oh weia, da waren jetzt schon irgendwelche Minen oder so, oh weia, oh mein Gott, nein, nein, Yoshi, oh mein Gott, wir hätten es fast geschafft, ich hätte nicht versucht stehen zu bleiben, ich hätte einfach weiter rennen sollen. Mein Gott, Yoshi, es tut mir so leid, das ist meine Schuld. Ich habe gezögert. Wir kriegen das hin, Yoshi. Keine Sorge. Das ist alles ein Kinderspiel, das ist alles halb so wild. Es sind nur irgendwelche Minen. Ich meine, die leuchten rot und so. Alles halb so wild. So, einfach nur hier springen und dann hier und da und hier und happened. Hier und da und ja. Jetzt haben wir es doch schon geschafft. So, Edom muss wohl erstmal hier bleiben. Keine Sorge, Edom, wir sind gleich zurück. Das gefällt mir nicht. Hep. Hallo. Fliegende Seemine, was auch immer. Hep. Und hier drunter, da ist auch noch eine Wache. Ich fühle mich gerade irgendwie überhaupt nicht so doll. So. Hep. Hier sollten wir relativ sicher sein. Die Ducken. Ah. Autsch. Alles hat so wild. Den. Hep. Nein. Autsch. Au, das gibt mir jetzt eine Narbe. Okay, Abe, auf ein neues. So, wir müssen einfach nur hier. So. Hier so drunter durchrollen und dann da so. Vielleicht sollten wir doch lieber darauf achten, dass die nicht hinsehen. Ja, schon besser. Obwohl, ich glaube, wir sind getroffen worden, aber nur einmal. Oh, nein, die können. Was?
Ich dachte, wir wären weit genug links. Mano. Tja, das war ein klassischer Irrtum. Gut, dann nochmal von vorne. Ich verspreche dir, Yoshi, diesmal schaffen wir es. Und hepp. Und hepp. Ducke. Ja. Das hat funktioniert. Jetzt gucken, dass die hier vorbei sind. Zusehen. Jetzt sollte das... noch nicht. Okay. Ich glaube, ich war ein bisschen zu früh. Kann ich noch um Stunden halten. Keine Sorge, Yoshi. Glücklicherweise gibt es hier keine Extra-Leben oder so. Aber mit dem neuen Checkpoint-System, also mit diesem Quick-Save, wäre das sowieso schwachsinnig. Ich weiß nicht, ob das Original auch so ein Quick-Save-System hatte. Ich glaube nicht. Und ich glaube, das kam erst mit manches Odyssey. Da gab es das auch. Und auch da war das nicht umsonst. Oh, hallo. Das ist meine Lieblingshunde sind. Oh, ich wünschte, ich hätte eine Granate oder so. Okay, Sluggies, versucht's doch. Kriegt mich niemals. Ich hab's euch ja gesagt. So, hier mein Schalter. Ja. Geht doch. Super. Oh, hier geht's nicht rein. Okay, Elum, los geht's. Und wieder einmal mehr geht es mit Yoshi zusammen nach oben. So. Wo war das? Yep. Okay, Yoshi, es ist wieder Zeit, Yoshi-Dinge zu tun. Anlauf nehmen und boing. Und hepp. Oh, bisschen zu kurz. Okay, Yoshi, aber diesmal bitte mit mehr Dampf, ne? Mit richtig Schmack ist hier. Und hepp. Und hepp. Und hepp und hepp. Und wow, das waren überhaupt nicht viele Minen. Elum war ein überaus flinker Lindwurm und so gelangte Abe schon bald zum Turm. Der Turm ist doch bestimmt dieses mega krasse Baumhaus. Das ist kein Turm, das ist einfach nur ein mega krasses Baumhaus. Als andere akzeptiere ich nicht. Oh. Das heißt doch bestimmt, das ist Zeit für... Oh, Passwort. Wir haben kein Passwort. Ich will erstmal weiterziehen und dann ein Passwort beschaffen. Boing. Das ist schlecht. Bestimmt hier... Yep. So. Dann kommen wir jetzt bestimmt hier hoch, ja. Fuh. So, die werden wir los. Und gerade noch Steine nach, wer weiß, wozu wir die brauchen können. Oh, das heißt, wenn wir noch Steine kriegen würden. Danke. Hier rüber. Rufen wir hier hoch? Nee, natürlich nicht. Ist wieder umschalten? So, so aus. Flump. Nein. So. Ah ja, okay, ich glaube, ich weiß, was es war. Jetzt ist es nämlich so, dass man nicht dahin kommt, sondern stattdessen hier oben landet. Und hier haben wir das Passwort. Unten, oben, oben, unten, unten. Fertig. Hi. Unten, oben, oben, unten, unten. Fertig. Fertig, Helm. Nice. Danke, Kumpel. So, scheinbar müssen wir uns hier wohl von Elum trennen. Hm. Ah, mein Yoshi. Ah, wird schon ohne uns fertig kommen. Der sucht sich auf den nächsten bisschen den Honig. Oh, hallo. Lass er nicht auffallen. Ich bin ein Baum. Ah, das ist... Alter. Nicht nett. Hätte ich den nicht einfach übernehmen können? Ja, sieht so aus. Okay, komm her. So, den erschießen wir. Das ist, glaube ich, ein bisschen beeindruckt, bevor du dich hier
Hey, Pimmel. So. Ja, what up? Der antwortet nicht. Ich rede mit mir selbst. So, hier müssen wir uns dann trennen. Oh, weia, kann ich überhaupt so weit springen? Ich glaube, wir müssen doch noch mal Yoshi auspacken. Stellt sich nur die Frage, wie? Müssen wir irgendwie noch mal zurückkriegen? Hier ist bestimmt irgendwo ein Weg. Aha, was haben wir denn hier? Paramonia. Das Erprobungsfeld der Mundarkenahnen ist wahrlich der reinste Vergnügungspark. Wenn du wild gewordene Paramites, herabstürzende Felsen und Schüsseln im Rücken vergnüglich findest. Nicht wirklich. Aber geil, so aussehen tut's auf alle Male. So. Aber ist nur die Frage, wie wir jetzt wieder rüberkommen. Ich glaube nicht, dass Elf so weit springen kann. Probieren wir es mal aus. Hep. Und nein, natürlich nicht. Da muss ein Yoshi ran. So. Dann heißt es also zurück und gucken, wie wir Yoshi herbuxiert bekommen. Dürfte nicht so schwer sein. Ich bin einfach von Anfang an mitnehmen sollen. Das wäre. Ich muss jetzt nicht extra zurückrennen. Nein. Moment mal, da ist ja noch. Achso, ja. Okay. Ich hab nichts gesagt. Hallo, Edo. Komm mit. Yoshi. Der hört nicht, wenn ich ihn nicht Yoshi nenne. Hat sich so an seinen neuen Namen gewohnt. Yoshi der Elum. So. Damit haben wir jetzt unser Yoshi. Yoshi. Trau dich. Das ist nicht so tief. Ja. There you go, good boy. So. Oh ja, wir müssen hier noch runter. Ja, ey, war schon richtig. War schon richtig. Mach ruhig weiter. Bisschen mehr Selbstvertrauen hier. So, Elum. Wieder schön Anlauf nehmen. Und jetzt mit Vollkarach. Oh, spring doch. Yoshi, was machst du? Wo ist dein berüchtigter Flatterflug? Na. Das hat bestimmt Angst, dass wir die Yoshi einfach so zurücklassen. Und dann sein Kleckchen untergeht. Ich muss jetzt wirklich den ganzen Weg zurück. Oh, weia. Das ist nur, weil ich da gepatzt habe, ey. Ah, Antwort verzeiht wirklich nichts. Aber ich finde, das ist eigentlich gut so. Ich mag das nicht, wenn es so total bis einfach ist. Der perfekte Spagat ist eigentlich, wenn man das Gefühl hat, es ist richtig schwer, aber man stirbt trotzdem nicht 3000 Mal, sondern vielleicht zweimal oder so wegen eigener Dummheit. Das ist eigentlich immer so der beste Schwierigkeitsgrad, wenn man wirklich das Gefühl hat, es ist fordernd, aber man schafft es trotzdem und stirbt trotzdem eigentlich so gut wie gar nicht. So die spaßige Art von fordern. Sowas. Elum, jetzt komm. Ich hab keine Zeit für sowas. Ja, aber in diesem Fall ist es ja sehr rätsellastig und so. Und wenn man die Rätsel auf Anhieb rauskriegen würde, wäre es ja auch langweilig. Demnach ist es eigentlich schon ganz gut, dass man wirklich 1000 Tote stirbt, ehe man rausgefunden hat, wie das ja eigentlich alles funktioniert. Und ich weiß, ich kenne das jetzt eigentlich schon, aber trotzdem ist es immer noch schwierig. Aber ich finde, das ist gut so. Das ist schön knackig. Ich habe da echt nichts gegen. So, ich glaube, jetzt müssen wir ihn aber wirklich hier lassen. Oh, hallo. Ah, Feuer frei. Yo, Sloggy. Hey. Rede mit mir. Ich habe gesagt, rede mit mir. Blöder Köter hat's jetzt davon. Guck dich jetzt an. Mann, Mann, Mann. Diese blöden Tönen da. So. Jetzt sind sie alle tot.
und bahnfrei zum riesigen, riesigen Megaturm von Baumhaus. Oha. Ich glaube, hier leben Spinnen. Anscheinend mögen die Slicks genauso wenig wie wir. Naja, also damit habe ich schon mal eins gemeinsam. Aber ich stelle sie trotzdem nicht bei mir irgendwo aus. So, und damit sind wir jetzt im paramonianischen Tempel. Hier ist der Checkpoint. Ist bestimmt nicht umsonst da, diese Checkpoint. Aha. Was sollen wir damit jetzt? Den kann ich nicht kaputt machen. Okay, das heißt, wir müssen uns da mal anschleichen. Das ist ein blöder Hund. Mit dem. Auf jeden Fall nicht auf ihn zurennen. Autsch. Vielleicht können wir die so anlocken, in den Hintergrund springen und dann übernehmen. Versuchen wir das mal. Nur mal absichtlich laut. Hallo. Kommt her. Boing. Auf der linken Seite merkt er das ja nicht. So, und jetzt. Sag Hallo zu deinem neuen Herrscher, Vorgesetzten. Und du schlage jetzt die Fresse. So, mal gucken, ob wir hier unten noch mehr Unfug anstellen können. Mit unserem neuen Tentakelgesicht. Oh, hier geht's runter. Aha. Ah ja, komm her. Bumm. Ja, wie man sehen kann, diese blöden Melder-Dinger-Zapper können nichts gegen bereits übernommene Slicks machen. Das ist natürlich mega praktisch. Aha, und hier ging's dann weiter. Okay. Sorry, Tentakelgesicht, aber wir haben keine Nutzen mehr für dich. So einfach ist das. Ist nicht so, als wären die netter mit uns umgegangen. So, jetzt müssen wir erstmal den Flaschenzucker wieder nach oben holen. Ah, da setzt sich jemand mit ab. Das gefällt mir nicht. Das sind die blöden Fledermäuse. Da kriegt ein Stein drauf. Ach, juckt die nicht. Was ist das? Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht spielt das später noch eine Rolle. Apes Magen vertrug nicht die Paramite-Pastete, doch nun ging sie erst richtig los, die Fete. Ja, genau wie im Skrabanischen Tempel haben wir auch hier ein paar Tests. Nicht ganz so viele, nur 6. Die sind dafür aber auch irgendwie ein bisschen länger und so. Und ich finde, die waren ein bisschen schwieriger. Und ja, auch wie beim letzten Mal, wenn man sie alle geschafft hat, dann kann man ins Innere durch diese große Tür da und in das Innere des Tempels und sich da die zweite Narbe für die rechte Hand abholen. Und damit könnten wir dann Schweikuts Macht erlangen. Also nichts wie ran an die Buletten. Was haben wir denn hier? Ah. Da will uns jemand begrüßen. Ja, Paramites funktionieren ein bisschen anders als Scraps. Die versuchen einen eher in Hinterhalte zu locken. Die greifen einen nicht direkt an. Die sind hinterlistig, die Viecher. Gefährlich wird es eigentlich dann, wenn man mehrere von denen entdeckt. Die versuchen einen immer mit mehreren zu überrennen. Hier können wir wohl erstmal nichts weiter machen, als den hinterherlaufen. Aber nicht so weit. Das mit den Glocken da, das stimmt da was nicht. Oh ja, hier gibt es jetzt so Fleischsäcke. Denn mit Fleisch kann man die ablenken. Das wird später noch sehr, sehr wichtig. Aber jetzt lassen wir davon erstmal die Finger.
Autsch. Das gefällt mir nicht. Da ist ein Schalter. Oh oh. Weg hier. Boom. Den hat's erwischt. Von dem bleibt nichts mehr übrig. Der ist jetzt nur noch Paramite-Matsch. So, wo geht's denn hier hin? Aha, hier ist das Feuer. Super. Haben wir das schon mal erledigt? Müssen wir nur noch den Ausgang finden. Wie sieht's eigentlich mit unseren Vögeln aus? Oh, schlecht. Okay, dann holen wir uns die gerade mal. Kommt her! Ich bin doch euer Freund. Ich tue keinem Vogel was zu leide. Nusslix. Und Slogs. So. Stecken wieder ein bisschen mehr ein. Boing. Aha, was haben wir hier noch? Mehr Fleisch. Ah, hier ist das Glockenspiel. Wo die Glocken sind, wissen wir ja schon. Nur wie wir das überleben, wissen wir nicht. Oh, hi, wir müssen runter, oder? Oder können wir hier lang? Nicht wirklich. Gut, dann wieder nach unten. Vielleicht können wir die Glocken schon von hier aktivieren. Yep, dann brauchen wir uns darum schon mal nicht zu kümmern. So, die Tür ist auf. Vielleicht triggert das nicht, wenn wir den jetzt schon ablenken. Da sie, Fleisch! Und tschüss. Oh, da kommen sie! Bye bye, Jungs! Ja, damit haben wir die erste Prüfung auch schon geschafft. Verbleiben noch 5. Die nehmen wir dann in der nächsten Episode in Angriff. Die da wäre Oddworld New and Tasty Episode 7. Macht's gut und auf Wiedersehen! Yeah.